seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Und damit herzlich willkommen zurück bei A Plague Tale Innocence hier im Lager unserer, ja, Entführer sozusagen. Wir wurden befreit von unserer neuen Freundin und nun müssen wir erstmal unsere Sachen wiederbekommen und natürlich auch den kleinen Hugo. Und ja, überhaupt müssen wir hier weg. Es sieht sehr, ja, ich meine, wir sind sicher, gar keine Frage, aber unsere, ja, Gastgeber sind nicht gerade, ja, wir wären schon längst tot, wenn dieser eine komische Kerl nicht Dollarzeichen im Auge hätte, wenn sie den damals schon gegeben hätte. Komm mit. Ja. Wir brauchen mit unseren Gegnern ja eigentlich kein Mitleid zu haben, denn die würden uns auch auf jeden Fall sofort töten. Egal, ob wir Kind sind oder nicht. Deshalb, habt kein Mitleid mit den Soldaten. So, ich guck doch mal eben kurz hier rum, ob es hier vielleicht irgendwo... Okay, das war keine gute Idee. Das Rumgucken ist keine gute Idee, denn die passen auf hier. Weil es gibt doch hier irgendwo noch Gegenstände, die man vielleicht noch einsammeln kann. Und so Specials. Gucken wir mal eben kurz, ob wir hier irgendwo noch rumgucken können. Weil ich traue das dem Spiel echt zu, dass hier Sachen drin sind, dass hier Sachen sind, die man übersehen kann. Und warum ist hier eine Treppe nach oben, wenn man da nicht hoch kann? Ganz ehrlich. Ja, deshalb. Ich verstehe. Ja, schön. Ah, nee, du. Oh Mann. Heiliger Vater. Wenn ich hier irgendeinen Gegenstand finde, ne? Dann habe ich hier alles bewiesen, dass ich recht hatte mit allem, was ich hier so sage. Ich glaube, ich komme nicht an den Typen vorbei, ne? Ich glaube, an den komme ich nicht vorbei. Okay, der Typ, der hat gute Ohren. Gut, wenn er mich kriegt, dann kriegt er mich. Wir haben noch... Ah ja, ich habe ja keine... Oh, ich dachte, ich hätte vielleicht noch einen Krug. Sie haben mir ja alles weggenommen. Aber hier liegen Stöcke rum. Man könnte die mit dem Stöcken oder so... Aber... Natürlich geht das nicht. Oder mit dem Seil irgendwie. Aber, naja, ich glaube... Der Typ sieht alles. Hier ist auch nichts, glaube ich. Ich glaube, hier ist einfach nichts. Da drüben vielleicht. Hier könnte man ein Feuer anmachen, wenn es nicht, so, wenn es nicht schon so leicht glühen würde. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Hier ist wieder so ein Hamsterrad. Mein Gott. Allein, wie die das gebaut haben, ne? Ja, die waren nicht dumm, die Leute damals. Gucken wir mal ganz kurz hier. Ob hier noch irgendwas ist. Ja, siehst du mal. Ja. Wir haben wieder Schwefel gefunden. Aber wir können uns nichts herstellen. Egal. Aber siehst du, ne? Wir finden hier auf jeden Fall was. Irgendwo sind Sachen versteckt. Und Wein natürlich. Okay, da kommt man nicht vorbei. Der Typ steht da so blöd. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Eine Ablenkung. Ah, da hinten. Da ist eine. Da ist eine. Besser wäre wahrscheinlich das da hinten, oder? Entweder der Wagen. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit.
Ah, da oben ist er. Ja, Halleluja. Und schon ist der Kollege abgelenkt. Macht eine bessere Wahl. Da ist er direkt weg. Und zufällig ist hier Gras. Da ist Gras über die Sache gewachsen. Wie schön. Ich hätte schwören können. Die frische Wäsche ist auch schon aufgehangen. Und was Schönes zu mitnehmen. Einmal Stoff. Dabei haben wir hier so viel Stoff liegen. Seife haben sie auch. So, haben wir denn hier jetzt irgendwo etwas? Jetzt kommen wir ja mal hier in die Ecke. Ist hier noch irgendwas? Rasiermesser, Messer, nimm's mit, Mensch. Nimm das doch mit. Ich verstehe es nicht. Warum kannst du das nicht mitnehmen? Das wäre schon mal eine Waffe. Aber hierher ist auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Leder muss sein. Aber ich kann nichts herstellen. Schade. Wie gemein, ne? Dass ich jetzt schon voll bin, obwohl ich gar nichts dabei habe. Das ist ja der reiße Plot-Twist hier. So, dann auch noch was. Salpeter. Okay, weiter geht's. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Achso, da steht einer, okay. Dann mal kurz nochmal eben hier so einmal um die Ecke gehen. Da war glaube ich nichts, ne? Aber ich guck lieber doppelt. Siehst du? Da steht was. Okay, weitere Ablenkung. Es macht also Sinn, das da hinten zu nehmen. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Ja, Kollege. Leicht ablenkbar, die. Was sind das jetzt? Engländer, glaube ich, wahrscheinlich, ne? Engländer müssen das sein. Oh, da war ein Bogenschütze. Oh, besoffen sind sie auch noch. Und müde. Ja, ein Krieg kann schlauchen. Wahrscheinlich nichts. Okay, hier sind eine Menge. Ah, guck mal, da liegt noch mehr. Deswegen sollte man sich hier überall umgucken. Ja, na gut. Da war nichts. Okay, dankeschön, dass ich mal eben kurz gucken kann. Zeig mich natürlich voll. Ein Knöchelchen. Schau mal an. Hey, was zum. Da ist was. Oh nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Na komm, schlag zu. Schlag zu. Was ist denn ein Knöchelchen? Also ein. Siehst du mal, ein Secret-Gegenstand. Habe ich da gefunden. Schau mal an. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin hier immer in der Wäscherei, ne? Toll gespeichert, Jungs. Toll gespeichert, Mädels und Jungs. Das Ding habe ich dabei, okay. Hat er denn jetzt... Er hat es gespeichert, guck mal da. Knöchelchen. Diese kleinen Schafsknochen sind sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen als Spielzeug beliebt, sowohl bei Adligen als auch im einfachen Volk. Erwachsene nutzen sie gerne für Glücksspiele. Poliert und graviert kommen sie so als Würfel zum Einsatz. Da sie leicht zu transportieren sind, haben sie ihre Wege bis ins kirchliche Zirkel gefunden, wo sie mit dem Teufel in Zusammenhang gebracht werden. Natürlich, die Kirche. Die muss natürlich da wieder, ja, die Kirche, ne? So viel zum Thema. Okay, ach guck mal, da ist noch was. Das nehmen wir uns noch mit. Dann gehen wir wieder da hinten hin. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber sonst, wir kriegen es ganz gut hin. Mit ein bisschen Geduld und Spucke kriegen wir das alles ganz gut hin. So, wir müssen schauen, dass wir den da hinten wieder ablenken. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Yeah! Dann los. Ab hier.
abgelenkt. Okay. Was war das? Das war nix, das war nix. Leg dich wieder hin, das war nix. Nun gut, kein Grund, die anderen zu beunruhigen. Leg dich hin. Genau. Gut. Ah, da ist er wieder. Die sehen alle gleich aus. Hätten die dich da ein bisschen andere Gestalten erstellen können? Naja, was soll's. Alter, ich häng fest. Da sind sie nochmal. Die Knöchelchen. Wenn wir in Sicherheit sind. Was? Ich stehe hinter dem Tisch, Mensch. Ich stehe da hinter dem Tisch. Du kannst mich gar nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin hinter dem Tisch gewesen. Alter, was zum Teufel? Oh, fick dich doch. Oh. Leck mich doch fett am Arsch. So ein verfluchter Engländer. Mann. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. So, jetzt von hier aus. Einmal gespart. So, bitteschön. Mal von allen Seiten mal die Ablenkung ansehen. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir das alles durch. Aber jetzt muss es klappen. Nur weil ich so gierig bin und alles mitnehmen will. Und jetzt langsam, bitte. Jetzt ganz langsam. Der Kollege ist wachsam. Oh, ach, die Flaschen. Ach, deswegen. Man kann die Flaschen umstoßen. Aha. Man kann die Flaschen umstoßen. Das ist aber gemein hier. Wo ist er hin? Schon wieder. Ah. Aha, er dreht seine Runden. Deshalb. Der Saftsack dreht seine Runden. Ich würde den Tossen gerne mitnehmen, den Knöchel. Nur so aus Prinzip. Ein Knochenspiel. Für Hugo. Wenn wir in Sicherheit sind. Jetzt reicht's. Nur so das Special. Das andere ist nur Zusatz zum Herstellen. So, kann ich nach oben vielleicht? Erst mal gucken wir hier noch. Ein weiterer. Was haben wir da? Ja, nach oben können wir nicht. Demonstrativ abgesperrt. Was für ein Lager, Alter. Was für ein Lager. Da ist noch ein Soldat. Vorsicht. Und da in die Ecke wahrscheinlich auch. Was war das? Oh. Das sehe ich mir besser an. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Du siehst mich nicht. Alter, warum sieht der mich? Siehst du, genau aus diesem Grunde brauchen wir mit denen kein Mitleid zu haben. Die stechen einfach zu, diese Engländer. Diese dämlichen Engländer. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Ich wusste doch, Engländer sind schon immer irgendwie. Diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Warterei. Diese waren schon immer. Naja. So läuft das im Krieg. Ah. So erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern ja, unten ist gut. Erwischt? Ja, los. Das war keine große Sache. Was ist das denn? Ist das ein lebendiger Mann? Los. Unbedingt als Märtyrer sterben. Haben die da Zielübung gemacht? Nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als das.
Ich wollte mal gucken, ob du jetzt gut zielen kannst. Okay, er kann zielen. Jetzt geht er wieder wegen einem Pfeil wieder hin und wieder zurück. Okay. Ich warte mal im Kurs, weil da hängt etwas. Das möchte ich gerne mitnehmen. Das könnte nur Leder sein. Und da hinten ist eine Flasche. Die habe ich übersehen, sehe ich gerade. Ah, das ist nur Leder. Okay. Und die Flasche lassen wir auch mal. Die lassen wir mal. Die Flasche. Die lassen wir mal. Hier sind so viele Waffen, ne? Damit könnten die sich echt wehren. Dann würden die nicht so durchlöchert werden. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Und der hat gute Augen. Der hat mich gesehen. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyenne gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Hier ist niemand. Keine Sorge. So, Ablenkung. Ich hab sie gesehen. Hunderte. Die kochen aus dem Boden wie kleine Teufel. Und wenn sie dich erwischen, dann gute Nacht. Du denkst dir das doch bloß aus. Was fällt dir ein? Ich war dort. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Ist ja gut. Halt die Klappe. Ich würde wieder das da nehmen. Wir müssen da drüben lang. Scheinbar ist es doch nicht richtig. Also wir wollen da hinten lang. Okay, ich verstehe. Da müssen wir wohl den Topf nehmen. Ja, Vögel hier. Jetzt nach links. Ah, da oben ist er jetzt plötzlich. Wir brauchen dich lebend. Da oben ist er jetzt plötzlich. Vorsicht. Das könnte runterkommen. Vorsicht. Was für ein Gefangener bringt. Ah, Halleluja. Kinder von Palua, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Ruth. Der Ritter vom Baum. Wir sammeln uns hier wieder durch. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Immer der guten Meli nah. Meli. Gut, sehr gut. Hier gibt es wieder ein bisschen Material. Die Bude des Feldherrn. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Können wir vielleicht ein bisschen schauen hier? Auf die Pläne. Ah, ich verstehe. Wir haben es hier mit Kriminellen zu tun. Dankeschön. Gut gemacht. Dankeschön. Ich komme schon. Aber ich kann ihn immer noch nichts herstellen. Warum eigentlich nicht? Weil unsere Fähigkeit müssen wir ja haben, ne? Und wir haben mittlerweile ein paar Sachen gefunden. Der Helm würde auch nicht schlecht sein für uns. Dann würden wir nicht so leicht dabei drauf gehen. So, wo haben wir noch einen? Melli, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Das sind aber echt eine Menge Leute hier. Eine Menge Wachen. So, da ist noch ein Fläschchen. Das nehmen wir uns mal aus Prinzip mit. Und hier sind wir lauter Flaschen, die hier rumstehen. Oh, die Leute sind ja besoffen hier. Wir kriegen hier nichts mit. So hoffe ich. Ah! Alter, war aber knapp. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Oh, Kürbis. Aber wie groß ist denn das hier? Du bist verrückt.
Oh, guck mal hier, Wildtiere haben sie auch. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Die Damen. Ich möchte nicht stören. Ich möchte nicht stören. Ich möchte nur mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo hier irgendwo was ist. Aber scheinbar nicht. Wie gut, dass die Wachhunde, auch Gänse genannt, ihren Job tun. Aber scheinbar nicht. Die Damen, hallo? Die Damen. Hier ist überall Werkzeug, hier sind überall Waffen. Wir könnten uns echt... Ich verstehe nicht, warum die sich nicht einfach eine Wurfwaffe, eine Schlagwaffe nimmt, um sich damit zu verteidigen. Das ist doch, wäre doch realistisch. Was haben wir da hinten noch? Nix, okay. Sieht sehr elegant, komisch aus. Ah, da ist er. Da ist Hugo. Dreckskerle, beruhige dich. Hey, die Kleine, die Kleine. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr. Scheiße. Wir kriegen unsere Schleuder zurück, scheinbar. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein bleib hier, ich gebe dir ein Zeichen. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist unsere Chance. Wir kriegen quasi unsere Schleuder zurück, weil das Ding da oben, das glitzert so verdächtig. Ey, Hugo! Vielleicht hier. Das ist so schön am Glitzern. Vielleicht immer hier irgendwas Nettes. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Immer noch nicht. Es ist unrealistisch, dass ich mir überhaupt nichts bauen kann hier. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Ich weiß nicht, was das... Also, ganz ehrlich. Und nicht immer Steine. Guck mal, sind Steine. Ich kann normale Steine werfen. Ohne Schleuder. Okay, die laufen wie ein Huhn hier rum. Das ist keine gute Idee. Geh mal kurz um. Gute Idee. Könnte eine Falle sein. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. In die Truhe? Ah, in diese. Okay. Ein aufmerksamer junger Mann. Aha. Melly, übernimmst du? Ich gucke genau zu, wie es geht. Wie Sie sehen, sehen Sie viel. Ja, jetzt haben wir jetzt, ja, oh, wie durch Zaubern können wir alles wieder machen. Und eine Werkbank. Das heißt, wir sind hier safe, vorübergehend. Nein, Amicia, ich habe Angst. Oh. Alles in Ordnung, Hugo. Tut mir leid, ich hatte Angst. Mein Gott. Ist das ein... Ach Gott, nee. Warte mal, kann man davon auch was herstellen? So, einmal haben wir. Okay. So, wir gucken mal kurz bei der Werkbank. So, wir können... Ah, Bänder. Verringert die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt und lädt. Das geht also schneller, okay. Das machen wir mal direkt. Sollte mir die Sache erleichtern. Da ist sie schneller unterwegs. Wunderbar. Wir sind erledigt. Okay, wunderbar. Das macht Krach, ne? Ich glaube, das macht Krach. Ich habe so ein Gefühl, das macht Krach. Kann ich das vielleicht durch ein Versteck? Von hier aus vielleicht? Wir sind zu weit weg. Wir sind zu weit weg. Nein! Ich habe das andere genommen. Oh, fick dich, Spiel. Oh, ich muss einen Stein auswählen. Verdammt. Oh, Gott. Zum Glück sind sie beschäftigt. Und jetzt Vorsicht. Das könnte eine Menge Wachen anlocken.
Nein, lockt es nicht. Lockt es nicht. Diese Engländer sind leicht zu, naja, wahrscheinlich besoffen. Ah, einen Schlüssel brauchen wir auch noch. Boah, ey, Alter. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Okay, der Kollege. Der muss abgelenkt werden. Indem wir uns irgendwo rein verkriechen leise. Geht nicht, okay. Aber vielleicht bleibt dieser Kollege vielleicht. Was soll passieren? Was soll passieren? Dieser Lärm. Was ist das? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ja, geh noch langsamer. Geh noch langsamer da lang. Warum rennt die denn nicht? Warum rennt diese blöde Kuh nicht? Ah, ey. Will mich verarschen? Alles wieder von neu? Warum speichert der so blöd? Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch echt, das ist doch eine, also das mit den Speicherpunkten hier ist der reinste Plot-Twist. Also, was soll das? Leute, liebe Entwickler, ihr habt ein großartiges Spiel gemacht, aber manches, also na gut, ist ihr erstes großes Spiel, aber trotzdem. Oder man müsste selber speichern können. Geht, glaube ich, nicht. Nein, geht nicht. Oh, die haben sogar einen Fotomodus. Schau mal einen an. Ist ja sehr modern heutzutage. So ein Fotomodus. Okay, mal rüber. Wir müssen mehr Material sammeln. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Was passiert, wenn ich jetzt schon mal hier hingehe? Nein, wir brauchen den Hinweis von Hugo. Ich verstehe. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. So, Melly, bitteschön. Einsatz, Melly. Also schön. Tu deinen Job. Endlich. Jetzt, Hugo. Toll, ich das ist den Käfig herunterbekommen. Sehr realistisch, dass man erst jetzt wieder was machen kann. Das sieht schon viel besser aus. So, Stein. Schleuder. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Das war laut. Beschäftigt. Ich muss noch mal kurz ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, es hallt nicht. Weil ich wissen möchte, was da steht. Ah! Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Aha. Oh, sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Ja, ich... Stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Steht noch länger da. Um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr? Gute Idee, da so zu stehen. Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schule. Ja, guck mal hier. Typisch Engländer. Solltest du das ist die beste Suite, die sie hatten. So. Wir könnten den Weg da hinten gehen. Ach, guck mal, da ist noch ein bisschen Gestrüpp. Das ist ganz gut.
Da ist noch ein Pferd. Jetzt müssen wir einfach nur hier wegkommen. Da hinten, der Typ, der geht immer. Guck mal, jetzt sieht er ihn nicht mehr, ne? Aber hinter irgendeiner Bank, ja, da... Hä? Das ist einfach so schön. Es ist einfach so schön. Oh nein. Da ist nix. Da war nix. Da war nix. Okay, das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Wir müssen wahrscheinlich doch den Weg da hinten hin durch Ablenkung nehmen. Ja, ich sterbe häufig, aber das mit richtig schön theatralischen... Ja, ihr wisst schon. Dafür können wir jetzt hier nochmal ein bisschen was mitnehmen vielleicht. Einen schönen Krug zum Beispiel. Hey, Manfred! Aha, guck mal, Manfred Krug ist auch da. Das bringt mir direkt Ideen. Das bringt mir direkt große Ideen. Jetzt können wir den Typen nämlich dann vielleicht mit dem Krug noch besser ablenken. Warte mal, ich habe da eine Idee. Nicht den Stein darauf werfen, sondern einfach den Krug. Huhuhu, komm mal hier. Jetzt liegen ja auch lauter Gegenstände rum. Wie gesagt, Steine hätten sie ja wohl werfen. Ne, das hätten sie ja wohl hinkriegen können, dass man da Steine werfen kann. Da braucht man keine... Da braucht man keine Schleuder für. Oh, guck mal, man kann doch hier hinterlaufen. Aha, guck mal. Man kann doch hier lang laufen. Das geht natürlich noch besser. Ja, der Typ hat gute Augen, glaube ich. Den sollten wir immer abwarten. Was ist das für ein großes Gelände hier? Ist ja... Das ist doch nicht normal. Ich meine, die hatten... Ja, wenn man das Schlachtfeld gesehen hat, so viele Soldaten, wie die hatten... Ist das schon... Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich einfach nicht. Oh, da ist auch noch einer. Oh, fick dich, Spiel. Jetzt haben wir sie alle. Hä? Da ist das schön. Da sage ich jetzt nichts zu. Da sage ich jetzt nichts zu. Das ist doch nicht schön. Das ist doch alles herrlich. Trotzdem ist dieser Weg hier hinten rum wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Man muss sich halt ein bisschen Geduld nehmen. Wir können natürlich ablenken, das ginge natürlich. Okay, ich war einfach zu flott. Ich habe auch einen Krug, ne? Ich habe einen Krug, also den kann ich theoretisch... Den kann ich theoretisch auch nehmen. Ja, ich glaube, ich muss das Ding da hinten benutzen, oder? Oder ein Krug zumindest. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Ich glaube, ich muss den Krug nehmen, um ihn abzulenken. Oh, da ist noch einer. Da steht der Typ. Ja, ich glaube, ich muss den da hinten... Ich muss den, glaube ich, ablenken. Das ist, glaube ich, besser. Diese Augen von dem Typen da hinten, die sind... Der muss in die andere Richtung gucken. Um da wegzukommen, muss der Typ unbedingt abgelenkt werden. Warte, nehmen wir mal einen Stein in die Hand. So. Jetzt geht der Typ dahin. Ist der schon mal weg?
Jetzt haben wir den hier. Jetzt können wir theoretisch den folgen. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Was zum? Okay, wir hatten Glück. Wir können den Typen umbringen, weil da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Achtung, Hugo. Das wird ganz schön ruckeln. Bist du sicher? Bist du dir sicher? Oha, Vorsicht. Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Oh, oh. Dann los. Oha, krass. Ich leg mich hier mit allen Engländern an, die hier sind. Wie schön! Ich leg mich hier mit allen Engländern an. Okay, das geht also auch. Man kann sie also auch töten. Danke, danke, danke. Okay. Weitere Steinchen. Der Typ ist weg, okay. Ich hoffe, der hat gespeichert. Wahrscheinlich nicht. Ich sollte besser gucken, wo hier Leute stehen. Da ist einer, okay. Ich kann die also weiterhin mit dem Stein ausknocken. Das ist schon mal ganz gut. Das hätte gerade eigentlich viel mehr Leute anlocken sollen, aber ich bin eigentlich ganz glücklich drüber. So, wir finden noch ein bisschen Krempel. Ich meine, wir können noch keinen Schlafpulver herstellen. Dafür können wir vielleicht hier noch irgendwas finden. Nein. Wir sind gleich am Ziel, glaube ich. Also am Ende des Ganges. Da, wo das Klo steht. Was ist das? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist überhaupt nichts. Okay, wir brauchen wieder eine Ablenkung, um darüber zu kommen. Das Problem ist, da ist noch einer. Ich hoffe, der Bogenschütze... Ah, der macht Training, okay. Der Bogenschütze macht Training. Ja! Oh! Ah oh nein, Nikolas. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Die Inquisition, also doch. Diese Plantagenets sind nutzlos. Oder der gehört zu den Engländern, kann das sein? Das kann natürlich auch sein. Ja, TNT. Und jetzt laufen. Jetzt müssen wir laufen. Irgendwie laufen. Wohin auch immer. Hauptsache laufen. Keine Bange, das wird kurz und schmerzlos. Was muss ich machen? Muss ich ihn einfach töten? Wahrscheinlich, oder? Ich muss wahrscheinlich die Steinschleuder wieder nehmen. Der hat hier gespeichert. Alter. Nein. Amicia, dräng sie zurück. Das die Inquisition. Was zum Teufel habt ihr getan? Geil. Wir haben nichts getan. Sie wollen uns hoch. Lass so. Abhauen. Geht doch. Jetzt geh da nicht so weit voraus, du blöde Kuh. Schnell. Warte doch mal. Weiterlaufen, Hugo. Mama mia. Da könnte doch noch irgendjemand sein. Geh, geht, er kommt. Das Arschloch kommt. Sie kommen hoch. Uns läuft die Zeit davon. Schnell, verschlossen. Beeil dich. Lass die Zeit. Was war das denn?
Was? Was? Keine Ahnung, aber das gefällt mir nicht. Okay, wir müssen. Typen ausschalten. Ah, der kommt da hoch, ich verstehe. Boah. Ist schon brutal, muss ich sagen. Ist schon sehr brutal, aber cool. Cool gemacht, muss ich sagen. So, das Ende ist voraus. Lass mich raten, ich muss jetzt bestimmt helfen, oder? Ich muss bestimmt die Schleuder benutzen, weil es Gegner kommen. Das sieht so nach. Das sieht so nach, genau. Ach du Scheiße. Oh. Zum Glück braucht man nur zwei Stück. Oh, Halleluja. Oh, was? Boah, bäh. Oh ja, unter den Toten. Oh Gott. Arthur, das war Arthur. Beeilen wir drüben. Los, los. Entkommen. Nur weil die den Müll. Ja gut, die haben den Müll rausgeräumt. Vor die Tore. Damit die Müllabfuhr kommen kann. Das war unser Glück. Trophäe erhalten. Beschädigte Güter. Kapitel 7, der Pfad vor uns. So, jetzt sind wir in dem Kapitel angelangt, wo wir dann bald in den alten Folgen übergehen. Ein bisschen spiele ich noch. Ich habe so ein bisschen so eine Ahnung, wo ich vielleicht einen Cut machen werde. Wenn ich jetzt gut durchkomme, dann machen wir das so. Ansonsten mache ich noch eine Folge drauf. Mal sehen. Aber ich weiß, glaube ich, es war Kapitel 7, wo bis dahin wollte ich neu aufnehmen. Ich werde jetzt auch die alten Folgen dann hintereinander nochmal neu hochladen. Dann, damit ihr dann genau von der Chronik her die Reihenfolge habt. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Okay, Beine in die Hand nehmen. Und let's go. Sag mal. Warum Folge Billy. Die Inquisition hinter euch her? Was ist neue Freunde. Besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Ich nehme an, hier gibt es keine Gegenstände zu finden. Hey, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Ah, sieht auch wieder so schön aus. Oh, was sind das für Vögel? Enten. Oh, wie die, die wir essen? Ja, und sie fressen Frösche. So ist das Leben. Ich störe euch doch nicht, oder? Tja, er lernt so langsam, hier ne? Wir nicht bleiben. Die verschiedenen Nahrungsmittel an den, ja. Ist er immer so? An der Nahrungskette. Er hat nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um anzufangen. Wir können wieder hier so reinlaufen. Das heißt, wir können vielleicht Blumen finden. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte übersehen. Ich mach das. Dieser Junge. Einfach vorauslaufen. Ist offen. Ich
bin mir nicht sicher. Ich glaube, die hat das Schloss gerade gar nicht gegriffen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. So, da haben wir noch ein bisschen was. Diese Technik, ne? Das ist immer... Die waren schon gut dabei damals, die Sachen, die sie aufgebaut haben. Ah ja, ich verstehe. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Ein Hebel. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Wo das denn? Ach so, falscher Hebel. Vielleicht falscher Hebel. Also gedrückt lassen oder immer hintereinander. Ah ja, schnell hintereinander. Das war ja das hier, ne? Man muss die Dinger ja schnell hintereinander drücken. Dann geht's. Da muss doch etwas anderes sein. Geh weiter, Ugo. Achso, ich muss also erst die andere Seite machen. So glaube ich. So, schnell hintereinander. Machen wir das Ganze mal kaputt. Wir müssen zuerst das Rad anhalten, sonst sind das ein Und du machst das da. Ah, jetzt, da schließt sich dann der Kreis. Da schließt sich doch der Kreis. Klasse! Jetzt müssen wir nur noch rüber. Ach so. Hugo. Das ist schön. Tolle Rätsel, muss ich sagen. Da war da gerade die Markierung für. Amicia, hilf mir rüber, dann kann ich euch von der anderen Seite helfen. Komm schon. Komm schon. Von der anderen Seite helfen, ja. Ugo, kümmerst du dich darum? Jetzt geht's. Ja. Jetzt geht's. Na gut. Ja, wie gesagt, manchmal überhöre ich jetzt die Sachen, die dir so sagen, eben im Spiel sehr leicht, weil das bisschen leiser ist. Weil ich habe Sorge, wenn ich das laut stelle, dass das Spiel dann hallt von den Stimmen her und so. Was macht der? Macht der jetzt irgendwas? Nein, halt! Aha. Melly, übernimmst du? Aha, jetzt klappt's komischerweise. Okay. Wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Halt! Na gut. Und jetzt? Immer noch nicht. Oh, was für ein Rätsel! Was für ein Rätsel, Alter. Da
Das überlasse ich dir, Ugo. Melly, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Warte. Verstanden. Das ist tricky. Das ist tricky. Kriegst du das hin, Melly? Ja. Kümmerst du dich darum? Jetzt ist sie langsamer. Muss die Dinger zumachen, glaube ich, ne? Ja, ich bin ja nicht so der Intelligenteste. Machen wir die nochmal zu. Machen wir die Dinger nochmal zu. So. Schwere Geburt. Sehr schwere Geburt. Nein, halt. Verstanden. Äußerst schwere Geburt. Melly, übernimmst du? Was ist das für ein Bullshit? Mann! Was ist das für ein Bullshit? Warte. Ja. Melly, ich brauche deine Hilfe. Okay, hat's aufgehört. Weiter, Ugo. Nein, halt. Na gut. Halt. Aha. Okay, dann geht das auf. Okay. Dein Einsatz, Melly. Ja. So, okay. Dann dreht das wieder weiter. Was ist das für eine Scheiße? Was übersehe ich denn jetzt hier? Mann, 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 ey. Oh, meine Fresse. Warte, also schön. Oder gleichzeitig, warte. Gleichzeitig vielleicht, ne? Gleichzeitig kann natürlich auch sein. Oh, Mann, ey. Kriegst du das hin, Melly? Verstanden. Jetzt, ja. Willkommen beim Comedy-Let's Play. So. Das überlasse ich dir, Ugo. Ja. Na komm, lass los. Ja! Oh, Alter. Finne. Was war das für eine schwere Geburt? Was war das für eine schwere Geburt? Na bitte, siehst du ein Gute Güte noch. Wenn
Halleluja. Aber ich hab's geschafft. Meine Güte. Eine Werkbank. Schau mal an. Nicht genug Material, doch da. Munitionstasche. Die machen wir uns mal kurz. Das sollte mir die Sache erleichtern. Können wir mehr Sachen mitnehmen. Ist ganz gut. Okay. Wir können hier durch. Na los. Ich glaube, der hätte mir einfach nur drüber klettern brauchen. Das ist gar nicht mal so. Naja, Gewalt anwenden. Boah, sieht so schön aus wieder, ne? Boah, sieht wieder so schön aus. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit? So, da kann man hier wieder ein bisschen rumgucken, also Leute, was wir hier so finden können. Ja, aber sie sind fort. Wie zum Beispiel, endlich mal eine Blume. Ja. Weißt du, und glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Weißdorn. Dieser dornige Busch wurde zur Grenzmarkierung von Gärten und Grundstücken verwendet und wurde so zum Symbol Vorsicht, die Hoffnung. Um ihn ranken sich viele Legenden. Die bekannteste unter ihnen erzählt, dass Christus Dornenkrone aus Weißdorn geflochten wurde. Heiß aufgebrüht reguliert diese Pflanze den Herzschlag und lindert Atembeschwerden. Schau mal eine an. Vielleicht können wir diese Information nochmal gebrauchen irgendwann. So. Ein Blümchen im Haar. Das war auch schon lange wieder überfällig. Nur ein Abstecher. Ein Brunnen. Am Brunnen vor den Tore. Da stehe ich richtig dumm. So. Okay. Ein bisschen Material finden wir. Können aber immer noch nichts herstellen in Sachen Schlafmittel. Ach ja, wie schön. Das gerade als mit dem Rätsel. Hugo, was ist das? Naja, was soll ich dazu sagen? Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Mhm. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Der Trick der kleinen Kinder. Wenn sie nicht mal können, dann wollen sie getragen werden. So viel zum Thema. Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hallo, geh da durch. Geh doch mal da durch. Mann! Diese Steuerung manchmal, ne? Ich werde wieder ungehalten. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da?
Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Ach, diese selbstlosen Menschen. Fängt schon so jung an. Eieieiei. So, siehst du was? Ah, war ja klar. Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. So. Der Fluchttunnel. Oh nein. Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Ach, die hat auch so eine Kenntnis. Schau mal an. Damit zwingt man den Gegner, den Helm abzunehmen. Und schon, ja, guck mal an. Schau mal an. Und wir haben direkt noch ein bisschen Alk. Okay. Scheiße, da drüben, da ist einer mit Helm. Du weißt, ja, also wieder jetzt durchschleichen irgendwie. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Alkohol ist immer gut, vor allem im jugendlichen Alter. Die ersten Alkopops des Mittelalters. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich, so wie es ausschaut, einmal ablenken. Einmal ablenken, um darüber zu kommen. So könnte der Plan sein. Ich sollte ein bisschen warten, ne? Ich sollte ein bisschen warten. Kommt er wieder zurück. Und das gleiche Spiel nochmal wahrscheinlich. Es sei denn, ich könnte die Typen ausschalten. Das ging ja natürlich. Ich muss diese Typen ausschalten. Der sieht einen dahinter. Alles klar. Aber so ein Gestrüpp, ne? Das sieht er nicht. Was ist das für ein totaler Plot-Twist? Ein totaler Plot-Twist. Ich glaube, den muss ich vielleicht ausschalten, vielleicht. Wenn ich ihn abgelenkt habe, heißt das. So, wenn er da einmal guckt, schalten wir den aus. So, das war gut. Da hinten haben wir noch einen Wache, dann können wir vielleicht auch das mit dem Helm abnehmen nutzen. Das können wir vielleicht testen, ob wir das vielleicht mit unserer neu entdeckten Fähigkeit. Was war das?
Ja. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Und die haben alle Alkohol dabei. Ich verstehe. Ist das jetzt Inquisition oder England immer noch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kann man leicht durcheinander kommen hier. Bei den ganzen. Aber die Gegner sind alle gleich. Die Gegner sind ja alle gleich. Halt die Augen offen. Sei leise. Ist gut. Verstanden. Sie suchen immer noch nach mir. So, im Gestrüpp sind wir sicher. Da hinten müssen wir hin, ne? Da ganz hinten, da so, da zum Tor, da. Da müssen wir hin. Den Typen können wir theoretisch ausschalten. Da steht aber schon ein Typ, der würde uns sehen. Das ist gar nicht mal so. Das ist. Okay, der Typ geht nach da. Das ist ganz gut. Machen wir mal einen leichten Bogen hier. Wir gehen einfach mal schleichend ran. Ist ja gut, ist ja gut. Nix gewesen. Ist nix gewesen. Es war nix. Vergiss es. Es war nix. Es war überhaupt nix. Okay, der Typ da vorne, der könnte uns jetzt sehen, wenn wir darüber gehen. Der Typ da vorne könnte uns sehen. Oh, oh, oh. Der beruhigt sich gleich wieder, der beruhigt sich gleich wieder. Das war nix, das war nur das war ein Hase. Das war nur ein Hase, das war nix. Beruhig dich. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ja, sehr schön. Hat funktioniert. So, den Typen da hinten können wir theoretisch ausschalten mit der Schleuder. Oder ablenken. Beides geht. Da ist einer beschäftigt. Ich glaube, um verdeckt zu bleiben, müssen wir die Typen ablenken. Weil der Typ am Wagen ist, glaube ich, eh beschäftigt. Der Typ am Wagen ist, glaube ich, sowieso beschäftigt. Komm, 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 Schwein gehabt. So, dann müssen wir da noch rüberkommen. Da müssen wir hin, ne? Da müssen wir hin. Könnte jetzt schwierig werden. Der Kollege, der dreht aber seine Runden. Ah, ist ganz gut. Der dreht seine Runden. Der Typ da guckt aber uns immer zu. Das ist auch nicht so. Wir können ihn mal eben kurz ablenken. Und jetzt geht ihm. Ah, jetzt kommen wir wieder. Oh, 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 oh. Oh, Alter. Halleluja. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Schwein gehabt. Wir sind da, Freunde. So, damit endet unsere Aufnahme. Unsere Folge, die wir. Unser Replay, sozusagen. Es kann aber sein, dass ich diese Folge einmal gesplittet habe. Es kann sein, dass ich einmal geteilt habe, dass ich jetzt zwei Folgen draus gemacht habe. Ab der nächsten Folge geht es aber weiter mit den alten Folgen. Die werden jetzt nach und nach fast täglich, glaube ich. Ich denke mal fast täglich hochgeladen. Und dann werdet ihr. Ihr werdet fast gar nichts merken. Ich werde einfach in die Vergangenheit zurückreisen. Und zwei Jahre. Ich glaube 2019 war es, glaube ich. Ja, der Sound ist dann wieder gut. Am Anfang war der wirklich nicht gut. Also ich musste das nochmal spielen, nochmal neu aufnehmen, weil wirklich Soundqualität war miserabel. Und ganz ehrlich. Und außerdem war es nochmal sehr schön, das Spiel nochmal gespielt zu haben, zumindest bis hier. Und ja. Wir gehen gleich da so hinter und dann werden wir gleich einen Cut machen und dann, ja, in der nächsten Folge. Die nächste Folge beginnt dann
von mir geschnitten, genau so, dass wir dann quasi hinter das Gebäude so rennen. Mit meinem unpassenden Kommentar, weil das Kommentar noch zu der anderen Kommentarfolge passt. Also es passt nicht so wirklich zu diesen neuen Folgen hier. Aber egal, da, ab dann geht auf jeden Fall die alten Folgen weiter. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ja, wenn es dir gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar, wie du es fandest. Würde mich sehr freuen, wenn du einfach mal deinen Senf dazu gibst. Einfach mal etwas in die Kommentare fütterst. Und ja, ihr könnt gerne mal Spielewünsche äußern. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn die Community weiter aufgebaut wird. Also, es kann sein, dass wir jetzt hier zwei Folgen, dass ich jetzt hier zwei Folgen ausgemacht habe. Wir sind bei über, ja, bei 1 Stunde und 11 mittlerweile. Ich glaube, ich versuche das zu teilen. Irgendwie splitten. Es kann sein, dass der Split-Moment ganz ungünstig ist, weil ich natürlich da splitten muss, wo ich gerade nichts sage. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht's weiter mit den alten Folgen, die auch wieder neu werden. Die Qualität könnte natürlich ein bisschen schlechter sein. Weil ich habe die bei YouTube dann nachher noch, ich habe die gedownloadet. Und die werde ich dann nochmal hochladen. Und die Folgen, die ich dann jetzt schon habe, werde ich dann alle löschen. Sodass ich dann keine doppelten Folgen habe. Und deswegen könnte die Qualität ein bisschen drunter gelitten haben. Aber naja, ich denke mal, es geht. Ich glaube, es geht gut anzuschauen. Ja, dann sage ich jetzt noch einmal, macht gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war A Plague Tale Innocence, mein Replay-Let's Play mit verbessertem Sound. Und meiner verbesserten Laune und ein bisschen besser im Gameplay. Wenn man mal das Rätsel von vorhin ein bisschen wegnimmt. Ja, ich habe, wie gesagt, den Sound ein bisschen runtergedreht vom Fernseher. Und deswegen höre ich da nicht immer die Tipps. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Und ich bin sowieso nicht der beste Gamer der Welt, sondern eher der schlechteste Gamer der Welt. Ist ja bekannt. Und da kann so ein Rätsel schon mal ein bisschen dauern. Bis bei mir der Groschen fällt. Ja, jetzt aber macht gut. Bis denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe da durch und dann enden wir gleich diese Episode.